Freunde, was geht ab? Ich bin's Tim. Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich heute vor, euch etwas über Motivation zu erzählen. Erst wollte ich psychologische Grundlagen von Motivation machen, dann ist mir aber aufgefallen, dass das für den einen oder anderen ziemlich überwältigend sein wird und ihr Schwierigkeiten haben werdet, daraus praktische Handlungsanleitungen für euer Leben daraus abzuleiten. Wieso mache ich das Video? Mir ist jetzt, ich habe während der ganzen Corona-Krise habe ich einfach jetzt schon antizipiert und mir vorgestellt, ja, es ist relativ klar, was passieren wird. Leute werden jetzt aus ihren Gewohnheiten rausgerissen, vor allem aus ihren ordentlichen sportlichen Gewohnheiten und werden Probleme haben, die wieder aufzunehmen. Da liegt jetzt die Krux. Ich habe mir jetzt über 40 Seiten Notizen gemacht, seit über 6 Wochen mich mit dem Thema beschäftigt. Ich bin jetzt in meinem Kopf auch 3 Themen weiter, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, das zu organisieren. Und ich will das jetzt auch nicht so lektürenhaft hier vor euch vortragen, sondern ich will eigentlich auch ein bisschen dazu beitragen, dass ihr dann später motiviert werdet. Ich kann nicht ganz über Motivation sprechen. Das ist das Abgefuckte an der Sache. Am Ende seid ihr dann nicht wirklich motiviert, wenn ich euch jetzt hier mit Theorie den Kopf fick. Blinkist unterstützt dieses Video und vor allem, ich habe es euch einmal gezeigt, diese Videos, ob es jetzt Kokain-Video war beispielsweise, wo es hat sehr viel Klicks bekommen, sehr, sehr viel positiven Zuspruch oder das chronische Schmerzvideos und so weiter und so fort. Das sind Videos, wo ich halt teilweise wirklich über einen Monat dran sitze und mir Gedanken mache, wie man das alles halt, allein schon die Informationsbeschaffung, Aufbereitung, dann das leicht zu erklären, ist nicht einfach, aber ich liebe diese Art von Videos. Ich wünschte, ich könnte fast nur solche Videos machen. Ich sage es euch, das sind mir die liebsten. Sie bringen nicht die meisten Klicks, aber es sind die Videos, die dann auch zum Beispiel jemand wie Blinkist unterstützt und da bin ich extrem dankbar für, weil es ist alles andere als offensichtlich, wie man diese Art von Content monetarisiert. Blinkist supportet das Ganze. Es gibt 20% Rabatt über den Link hier unten, dann kriegt ihr 20% auf Blinkist. Was ist Blinkist? Blinkist ist im Grunde genommen eine gigantische Hörbuchsammlung, in der Bücher zusammengefasst werden und dann könnt ihr die entweder lesen oder ihr könnt sie euch anhören. Keine Sorge, da ist auch echt eine krasse Tiefe mit drin in den Zusammenfassungen, weil vor allem dann klar der Kernzusammenhang dargestellt wird. Es ist wirklich ein krasser Segen, dieses Ding. Also ich liebe es, das auch zu benutzen. Und vor allem jetzt vielleicht, wenn euch dieses Thema Motivation interessiert, ist es sehr interessant, weil ich werde es euch gleich auch erklären. Es gibt biologische Sichtweisen, es gibt Erziehungsmaßnahmen, es gibt psychologische Grundlagen von dem Ganzen, dann gibt es neurowissenschaftliche Grundlagen, dann gibt es das Ganze im sozialen Bereich, in zum Beispiel, wie führe ich Mitarbeiter oder einen Sportverein. Also egal aus welcher Sicht ihr jetzt Motivation ansehen wollt, werdet ihr auf Blinkist nochmal sehr viel mehr dazu lernen können und habt eine gigantische Bibliothek, wo ihr da aussuchen könnt. Auch jeden Monat kommen ca. 40 neue Hörbücher bei Blinkist hinzu und es gibt jetzt auch dann bei Blinkist Hörbücher in voller Länge. Das heißt, wenn ihr ein Thema nochmal tiefer eintauchen wollt und ihr sagt, ach, das ist mir jetzt nicht ausführlich genug und ich sag's euch, allein diese Sachen sich reinzuziehen, ist schon sehr, sehr stark motivierend und ein Aspekt von dem Ganzen ist dann die Bildung. Deswegen, Freunde, werde ich später darauf zurückkommen. Ihr müsst euch diesen Sachen aussetzen und ich sag's euch, wenn ihr das ganze Zeit Wissen ist Macht, Freunde, ich sag's euch einfach. Also, deswegen, unten ist der Code. Wenn ihr das supportet, holt's euch. Es ist ein wirklich Top-Produkt. Im Grunde genommen ist jetzt die erste Frage, was ist Motivation überhaupt? Motivation ist etwas, das Leute sehr stark überschätzen teilweise. Motivation ist im Grunde genommen nur die Aktivierungsenergie für Handlungsbereitschaft, die gesteuert wird über welcher Sache, welchem Ziel widme ich Aufmerksamkeit. Und es ist im Grunde genommen eine Zielauswahl. Daraus entsteht eine Aktivierungsenergie für zukünftige, also Handlungsbereitschaft, die sich einordnen in dieses Ziel. Was passiert auf Ebene des Nervensystems, ist relativ, es ist nicht einfach, aber ich versuche es mal einfach darzustellen, ist, ihr entwickelt dann so eine Art Tagtraum und aus diesem Tagtraum leitet ihr das Ziel auf mehreren Dimensionen ab. Plus ihr verändert nochmal die Wahrnehmung eures Nervensystems. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mal so von klassischen hypothalamischen Reizen ausgehen, beziehungsweise Trieben, so Durst, Hunger, Sex und so weiter und so fort, dann hast du Lust auf Sex, das kennen wir alle. Auf einmal hast du einen harten und in deinem Kopf dreht sich alles um Frauen oder Sex. Ja? Alles andere wird auf einmal runtergefahren und ihr merkt, wie ihr nur noch reaktiv seid für diese Sachen und euch fast alles andere ausblendet und nur noch diese Sachen wahrnimmt. Genauso, wenn ihr jetzt länger mal nichts trinkt oder ja, kennt ihr, wenn ihr kifft und eine übertriebene Pappfresse habt, dann ist auf einmal das. So, das sind jetzt so eher die Sachen, zu denen jeder, glaube ich, relaten kann und niemand von euch hat Schwierigkeiten, sich einen runterzuholen oder trinken zu organisieren, wenn halt dann dieser Motivationstrieb funktioniert. Das Problem ist eher anders. Diese Systeme, die teilen wir sehr stark mit Tieren. Das heißt, im Grunde genommen könnte ich das vorstellen wie ein iPhone-Update. Das heißt, wir haben iPhone 1, das sind dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also dieses inkrementelle, also diese Iteration, diese schrittweise Entwicklung, kann man sich vorstellen wie Updates. Und jetzt haben wir dann quasi ganz später auf iPhone 5 beispielsweise, ist jetzt unser Hypothalamus mit unserem limbischen System, so wie wir das ungefähr von der Architektur auch teilen wie mit Tieren. Und dann später 5 Iterationen weiter sind wir jetzt die Menschen, die dann halt aber darüber noch den sich entwickelnden präfrontalen Kortex und Co. die ganzen Kontrolleinheiten haben, die versuchen, wenn diese ganzen Bedürfnisse befriedigt sind, diesen Selbstverwirklichungstrieb nochmal uns in Anführungszeichen neu schenken. Und hier haben, glaube ich, die Leute die meisten Probleme, weil sie hier vor allem eine Sache nicht verstehen, und zwar
vergiss es, du wirst nicht von oben nach unten das alles kontrollieren können. Das heißt, man muss offen sein diesen ganzen Trieben gegenüber, ob das jetzt Sex ist oder Durst oder Hunger und so weiter und so fort. Und man muss schauen, wie man die sinnvoll akzeptiert und integriert in sein Leben. Gegen die anzukämpfen von oben nach unten, ihr kämpft im Grunde genommen über eine evolutionäre Konstante an, die seit Millionen Jahren mehr oder weniger existiert, und dann über ein neues Areal, das eigentlich komplett verbuggt ist. Also ihr könnt euch diesen präfrontalen Kortex und diese ganze Kontrolleinheit, die gerade on top gebaut wird, bei uns vorstellen wie neues Computerspiel zur derzeitigen Ära, wo dann immer First-Day-Patches da sind, und der First-Day-Patch wird gerade erst gecodet. Und den coden wir gerade im Grunde genommen über zum Beispiel Nachdenken und Co. und über das Konsumieren von solchen Videos und das Nachdenken über diese ganzen Inhalte und diese Kognition. Was ist jetzt hier der wesentliche Punkt, Freunde? Also was müsst ihr hier schon mal mit nach Hause nehmen? Diese Illusion von ich kontrolliere mich extrem krass und ich habe alles im Griff ist dumm. Also letzten Endes wird das nur zu Problemen führen und ihr werdet merken, dass es euch frustriert, weil ihr bekommt das nicht geschissen, was ihr geschissen bekommen wollt. Das sind die Sachen, die ihr dann geschissen bekommt, wenn diese ganzen anderen Triebe befriedigt sind. Jetzt können die wieder dysfunktional werden. Da reden wir dann von Verhaltens- und Drogensüchten, ne? Also relativ klar. Was ihr euch hier wünscht ist, ich möchte gezielt mein Verhalten verändern können und ich möchte Strategien entdecken und verstehen, wie ich diesen Prozess positiv beeinflussen kann, mein Verhalten nachhaltig zu ändern. So, zu einer Verhaltensänderung, erstmal so der Kontext. Verhaltensänderung ist so ein zentrales Element in der Psychotherapie und in der Psychologie, dass ihr euch vorstellen könnt, wer diese Frage vollumfänglich knackt, der kriegt einen Nobelpreis und hat diverse Milliarden auf seinem Konto, das kann ich euch versprechen. So, aber natürlich ist es ist ongoing so Research und das ist auch nicht so offensichtlich, weil wir hier natürlich wieder diesen Faktor Individuum haben und den Faktor Umstände und so weiter und so fort. Ne? Also es ist nicht alles so offensichtlich und einfach, aber es gibt hier schon einige Sachen, wo ich euch jetzt exemplarisch an mir erklären will, wie ich schon diverse Herausforderungen in meinem Leben hatte, wo ich wirklich hätte komplett kaputt gehen können dran, aber ich auch gemerkt habe über die Zeit, eigentlich wollte ich in diesem Video immer sagen, so ja, jeder kann sich motivieren und jeder hat diese Fähigkeit irgendwo in sich. Vielleicht auf verschiedene Arten und Weisen kann man sich selber motivieren, das kann sehr, sehr gut sein, aber ich denke, das ist mir jetzt auch aufgefallen, so, dass ich schon für viele verschiedene Arten oder Probleme ich mich schon besonders gut motivieren konnte immer in der Vergangenheit. Das heißt, das ist erstmal der Anfang als Kind. Wie habe ich mich motiviert für den Sport? Ist erstmal, okay, ich war 13 Jahre alt und dann waren halt, ich war ein kleiner Lauch. Das heißt, ich war mit meiner Körpergröße unzufrieden, ich war mit meinem gesamten Körper unzufrieden, aber ich war immer sehr sportlich. So, jetzt war für mich im Grunde genommen der Druck war ein sozialer, den ich mir selber gemacht habe. Das heißt, ich war vom Temperament her eher so ein ängstlicher, sehr höflicher, aber auch leicht aggressiver Typ. Auch in Montenegro oder so, da war das halt schnell so, ne, dass man sich als Kind dann dort geschlagen hat oder dass man körperlich unterlegen war. Das war dann so ein Faktor, okay, ich möchte einfach ausstrahlen, ich will mich nicht schlagen, aber ich könnte dich verprügeln wie eine kleine Fotze, wenn ich es wollte. Das war ein Antrieb. Ich rede gerade aus der Sicht eines 13-Jährigen, nicht falsch verstehen. Ne? Dann waren es Frauen, weil dann hast du, ne, 13 ist so ein Alter, wo halt manche Leute schnell in die Pubertät kommen, andere langsam. Ich war so ein bisschen langsamer in der ganzen Geschichte, aber wollte halt schnell wie möglich halt auch einfach breit werden, dass ich dann sage, gut, ich kann jetzt hier mir eine Frau aussuchen, die ich gut finde und nicht hier die Brotkrümel, die vom Tisch runterfallen, mich damit zufrieden geben. Sorry, dass ich so über Frauen rede, aber so habe ich gedacht mit 13. Dann waren es im Grunde genommen die zwei Gründe vordergründig. Sozialer Druck. Einmal romantisch, sexuell und andererseits sozial. Ich wollte mich durchsetzen vor meinen ganzen Homies und Nicht-Homies. Vor allem vor den Nicht-Homies. Dann habe ich angefangen mit dem Training. Und hier ist jetzt, glaube ich, auch so ein ganz wesentlicher Punkt, den Leute in der Erziehung, deswegen habe ich auch gesagt, gibt tausend Möglichkeiten, wie man jetzt dieses Thema Motivation breitfächern kann. Eines ist jetzt, okay, wie erziehe ich mein Kind, dass es sich selbst regulieren kann und selbst motivieren kann, ist beispielsweise, indem ich es für Anstrengungen belohne. Wenn ich jetzt Kinder für Anstrengungen belohne, denken erstmal viele Leute, ach, ich bringe eine extrinsische Motivation, ja, hier werden wir auch noch zu sprechen kommen auf diese zwei Arten von als Quellen von Motivation und wie die in Beziehung zu euch stehen. Aber extrinsische Motivation, um eine Anstrengung zu fördern, ist sehr, sehr gut. Das seht ihr beispielsweise, wenn ihr Kinder habt, die zum Beispiel gezwungen werden, in Schachverein zu gehen, in Fußballverein zu gehen, in Instrument spielen lernen müssen. Am Anfang ist da ein gigantischer Widerstand und diese Kinder müssen lernen, das zu tun und müssen vor allem Anstrengungen zeigen und sind sich überhaupt nicht über die Sinnhaftigkeit im Klaren. Also wenn du mit 5, 6, 7, 8 Jahren anfängst, irgendwie sowas zu lernen, dann ist es im Grunde genommen nur Tyrannei von deinen Eltern. Aber es ist gute Tyrannei von deinen Eltern, weil du lernst etwas, mit dem du dich sonst nicht auseinandergesetzt hättest und man benutzt vor allem diese Zeit, in der das Hirn noch jung ist und der Körper noch jung ist, wo du extrem schnell und viel lernst und sich diese Gewohnheiten sehr, sehr, sehr stark auch einfach in dein Nervensystem einbrennen und super leicht dann später abzurufen sind. Und dann später, wenn du irgendwann mal diese Kompetenz hast, über die Bewusstsein erlangst über diese Kompetenz und du dann das lange genug gemacht hast, auch älter wirst natürlich und anders über diese Dinge nachdenken kannst als ein 8-, 9-Jähriger, dann
kapitalisierst du erst daraus. Und danach entwickelt sich erst diese Form von intrinsischer Motivation. Das heißt, man muss auch das wieder auf einem Zeitstrahl betrachten und sehen, okay, die Expansionsrichtung von dem Ganzen, die beginnt zwar bei stumpfer extrinsischer Motivation, aber eine intrinsische Motivation muss sich erst entwickeln, weil eine Bedingung für intrinsische Motivation ist auch einfach eine ausreichende Kompetenz in dem Bereich. Weil sonst kannst du nicht über den Tellerrand hinausgucken in diesem Bereich, weil sonst ist jeder Meter schon gemessen. Die wahre Inspiration und Motivation, die kommt erst, wenn du Dinge siehst, die andere nicht wirklich sehen können. Dann siehst du auch einen Sinn in dieser ganzen Geschichte. Das ist jetzt ein bisschen mehr Blablabla von mir, aber das ist wirklich der Fall. Also das kann ich nicht oft genug sagen. Man muss einfach am Anfang die Scheiße fressen. Und es würde sich jetzt auch ein bisschen mixen zwischen, dass ich jetzt hier ein paar Sachen sachlich erkläre und dass ich ein paar Sachen persönlich erkläre. Deswegen verzeiht es mir, aber ich finde, das ist dieses Thema Motivation, in dem Emotion inhärent a priori drin verankert ist. Ohne Emotion gibt es keine Motivation. Punkt, aus, Ende. Und genauso kann ich dann nicht dieses Video wie so eine nüchterne Lektüre gestalten. Das war das Erste bei mir. Und dann halt so mit 17 entdeckt, okay, fuck, ich bin ziemlich gut trainiert und ich habe es eigentlich für diese primitiven Gründe gemacht. Und dann kam aber das Nächste. Ich wollte der Beste werden. Ich wollte aber auch schon davor, beim Kicken, war das bei mir auch so, da wollte ich auch der Beste werden. Der Beste im Sinne von, ich wollte zumindest mal leben können vom Kicken. Und ihr wisst, wie das ist. Also wie viele junge Jungs denken sich, Alter, ich will Fußballer werden. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr gut gekickt. Aber für mich gab es da nichts anderes. Das heißt, in meinem Kopf, das war eine ganz, ganz, ganz zentrale Komponente, wo ich jetzt euch nicht sagen kann, wie das sich bei euch verhält. Das müsst ihr mir jetzt in den Kommentaren sagen, weil ich damit relativ selten gesprochen habe mit Menschen. Also nur so mit meinen besten Homies. Und zwar, ich hatte schon, seitdem ich ein Kind bin, so eine Neigung immer zu Musik drauf und extrem krasses Kopfkino. Also ich bin super visueller Typ in meinem Kopf und ich habe eine sehr gute Vorstellungskraft. Die habe ich immer genutzt, um mir, ich würde es mal sagen, so eine Art, es waren immer irgendwelche perversen Größenfantasien, pervers nicht im sexuellen Sinne, sondern es war wirklich so, okay, ich alleine gegen die Welt. Also ich alleine gegen irgendwas Böses. Und dann war das voll mit Hass, aber auch voll mit so einem Stolzgefühl. Und ich bin jetzt mit dem Rücken zur Wand und ich muss jetzt dieses Ding besiegen. Ja, ganz, ganz, ganz abgefuckt. Ich weiß, die meisten werden jetzt denken, hier Tim, ab mit dir in die Psychiatrie und so. Aber dieses Gefühl, wenn man hier den Absprung schafft, bei dieser, nennen wir es mal Positive Imagery, also diesem Vorstellungsvermögen, so als psychologischer Begriff dafür, und diesen grandiosen Gedanken, die einerseits so, denkst du, okay, Alter, so wie der Tim das jetzt schildert, ist es absolut größenwahnsinnig, aber das entfacht und entfesselt diese Motivation, dass du kompromisslos eine Sache verfolgst und du sagst, fuck, ich werde der Beste oder es gibt nichts anderes. Dieses Szenario zu sagen, ich setze alles aufs Spiel und ich bin bereit, alles zu verlieren, um alles zu gewinnen. Und diese Kompromisslosigkeit, die brauchst du in der Motivation. Sonst bist du nicht motiviert. Das ist das größte Problem, ist folgendes. Man nennt das Äquivalenz und Multifinalität. Äquivalenz ist im Grunde genommen, okay, es gibt 10 oder 1 Million Möglichkeiten, wie ich ans selbe Ziel gelange. Und Multifinalität heißt, es gibt eine Sache und die kann zu 10, 20, 30 verschiedenen Zielen führen. So. Und das ist der größte Irrglaube, den Menschen haben, wenn sie denken, sie können sich motivieren oder auch nicht. Oder wenn sie grundsätzlich ihr Verhalten ändern wollen. Warum? Ein ganz zentraler Zusammenhang bei Motivation ist, ich habe eine Verhaltensweise und ich habe ein Ziel. Und die stehen in einer ganz klaren Beziehung zueinander. Es gibt nicht dieses Geficke von 1000 Sachen führen zu 1000 unterschiedlichen Dingen. Weil dann verwässert sich dieses Verhältnis nur und du killst deine eigene Motivation. Das ist der größte Faktor, ist nochmal eine Ebene weiter. Danach ist, wenn du nicht deine Bedingungen für Versagen und Gewinnen vor dir selbst äußerst und formulierst. Weil dann ist das alles zum Scheitern verdammt. Das heißt, bei mir war das so, okay, ich habe mir vorgestellt, ich habe jetzt hier meinen fetten Traum und es ist, ich will in der Champions League kicken. So, in der Champions League zu kicken heißt erstmal, ich muss erstmal irgendwo in einem Verein kicken, der zulässig ist für die Champions League. Das sind die allerbesten Vereine in Europa. Schwierig, wo muss ich anfangen? Und dann deklinierst du das komplett runter auf, eigentlich muss ich jetzt irgendwo in der Nähe kicken gehen. So. Und hier fängt genau dieses Problem dann an. Du fragst dich, soll ich jetzt beim VfB kicken gehen, soll ich jetzt bei Kickers kicken gehen? Beste Vereine, dass du da jetzt einfach so reinkommst in einem Probetraining, ist auch ein bisschen utopisch, außer du bist wirklich gesegnet. Oder gehst du den dreckigen Weg und gehst dann halt zu einem, keine Ahnung, MTV, ASV, whatever, irgendeinen Club jetzt hier zum Beispiel in Stuttgart, wo du halt einfach deinen scheiß Beitrag zahlst und dann dich dort erstmal in die Mannschaft reinhasseln musst. So. Und hier fangen die ersten dann schon mal an. Ist der Fußballclub gut genug? Och, hier ist der mir weit genug. Oh, hier muss ich zweimal umsteigen mit dem Bus. Oh, hier muss ich jetzt noch ein Bahnticket kaufen und hier muss ich. Und dann fangen diese ganzen Sachen an. Und hier geht diese Kompromisslosigkeit verloren. Das habe ich bei mir selbst beobachtet und dann war ich so, okay, gut, gibt's nicht. Dann musste ich halt in den nächstbesten Verein gehen und habe ich es halt dort gemacht. So, dann habe ich halt gemerkt, okay, der Typ wird mir jetzt hier nicht beibringen in dreimal Training die Woche, wie ich jetzt hier meinen linken Fuß benutze. Dann bin ich 4 Monate lang jeden Tag im scheiß Winter, weiß ich noch, habe ich mir erstmal jeden Tag vorgestellt, wie ich mit links schieße, mir Messi reingezogen, als so ein bisschen als Realität meines Tagtraumes, weißt du, was ich meine? Also so ein bisschen, ey,
der, wie elegant der spielt mit seinem linken Fuß, hat mir das vorgestellt. Hier für euch zum Beispiel. Stell dir mal vor, wie du es mit deiner rechten Hand deinen Namen schreibst. Und jetzt stell dir vor, wie du mit deiner linken Hand deinen Namen schreibst. Dauert länger, ha? Und genau so ist das mit dem Kicken. Also diese Art von Vorstellungskraft mit Musik und egal wie ihr es macht, kultiviert das. Das ist so eine, ich weiß, es wirkt auf den ersten Blick, wirkt es wie Zeitverschwendung, aber selber diesen meditativen Zustand zu erreichen, wo du selber diese Zielfunktion und diese Motivation nochmal bebildern kannst und auf verschiedenen Dimensionen in deinem Kopf darstellst, plus noch die passende Musik hast und so weiter. Das darf keine Flucht vor der Realität sein, sondern es muss eine Art Simulation sein für ich plane mein Verhalten. Ich beispielsweise, ich bin kein Listenmensch. Ich würde den Teufel tun und mich jetzt hinsetzen und irgendwelche To-Do-Listen schreiben. So. Das mache ich für für leichte, simple Zusammenhänge schreibe ich mir To-Do-Listen auf und schreibe mir dann vielleicht Don't-Do-Listen auf. Das ist das Maximale, was ich tue. Aber ich würde niemals solche komplexen Sachen, auch hier im Unternehmen, ich packe die Leute und dann mache ich einen kollektiven Tagtraum mit denen. Real Talk. Also ich lasse die selbst fucking Animes gucken oder so. Da kannst du noch viel mehr lernen über Motivation, als wenn du es nur in einem scheiß Buch liest. Das sind so beschreibende Elemente, aber wenn du wirklich diese praktische Implikation haben willst, wo du deine Vorstellungskraft fütterst mit Bildern, Emotionen und vor allem dieser Grenzenlosigkeit, das ist der springende Punkt. Das ist der springende Punkt und das ist ein zentrales Element auch von dieser guten Fiction, in meinen Augen. Aber ich bin auch jemand, der extrem viel Wert darauf legt. Warum? Weil ich gewinne gerne. Ich will der Beste werden in dem Scheiß, in dem ich mache. Ich habe jetzt nur gelernt, dass es elegant ist, das jetzt nicht die ganze Zeit zu erwähnen, so wie früher, weil ihr dann denkt, ich bin egoistisches Stück Scheiße. Nein, bin ich nicht. Ich habe gelernt, das zu integrieren. Es ist so die klassische Heldenstory. So, du gehst halt hin und du hackst dem Drachen den Kopf ab, aber du hast immer noch deinen zivilisierten Umgang mit allen anderen, aber die respektieren dich, weil die wissen, du könntest zu jedem Zeitpunkt, bam, die komplett aus dem Leben ficken. Und das ist ein schönes Gefühl. Das ist ein vollkommen schönes Gefühl. Und genau so muss man das auch sehen. Weil sonst bist du eine ängstliche Fotze, die nicht weiß, was sie machen soll und sich seine Moral so zurechtbaut, nur weil du Angst hast und weil du es halt nicht anders kennst. Und das ist wirklich ein Problem. Hier will ich einfach nur sagen, bei der ganzen Kopfkino-Geschichte, für mich hat das ewig lang belastet. Also ich wusste selber nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich habe aber alles so gemacht. Ob es in der Schule war, eine Präsentation, die ich vorbereitet habe, fast jede Faszination, die ich entdeckt habe und die ich vor allem dann kultiviert habe. Ne? Das nächste Element ist ja im Grunde genommen, habe ich ja gesagt, Motivation ist die vorausgehende Bedingung, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen und eine Art Aktivierungsenergie und Aufmerksamkeitsprozess. Was wird mich Aufmerksamkeit? Was kommt nachgeschaltet danach? Das ist die Volition. Ihr würdet das Willenskraft nennen. Die Willenskraft, dieses Verhalten aufrechtzuerhalten, bis es leichter wird. Durch dieses Vorstellen, was ihr macht, ist Folgendes. Erstmal auf emotionaler Ebene. Ihr bringt euch in eine Stimmung, die euch überhaupt ermöglicht, dieses Verhalten ausführen zu wollen. Das ist so unfassbar wichtig. Wenn du jetzt dick bist oder dich nicht wohlfühlst in deinem eigenen Körper und du willst jetzt zu Sport motivieren, dann ist ein Handlungshemmnis meistens oder eine Handlungsbarriere ist Ängstlichkeit. Du hast Angst, in dieses Gym zu gehen, du hast Angst, dich zum Deppen zu machen, du hast Angst, Schmerzen zu bekommen, du hast Angst vor tausenden Dingen, die dort stattfinden können. Du warst dort noch nie, du kennst die Leute nicht, die gucken alle grimmig, wie in einem fucking Hip-Hop-Laden heutzutage. So, wer guckt am bösesten? So läufst du dort heutzutage ab. Dann bist du dort und dann ist das schon ein unangenehmes Gefühl. Da hast du dort noch das ein oder andere Steroidmonster, dass du nach ein, zwei Jahren feststellst, dass das alles ganz normale Menschen sind und genauso sind wie du, so gut wie immer, viel weniger schlimm, als du dir eigentlich vorgestellt hast. Das fällt dir erst im Nachhinein auf. Aber du musst erstmal in deinem Kopf in diesen Modus kommen. Und dann stellst du dir aber nicht vor, ach, die sind alle viel netter, als du denkst, sondern du denkst, scheiß auf jeden, der mir dort unter die Flinte kommt, ich fick jeden weg, ich gehe da rein und ich ziehe mein Ding durch. Wie ihr das formuliert, ist mir auch scheißegal, aber das ist mein Weg. Diese Kompromisslosigkeit und diese Stärke müsst ihr euch selber zugestehen, sonst seid ihr verloren, egal in welcher Angelegenheit. Und das hab ich vor 5 Jahren gesagt und das sage ich heute auch noch. Wenn du nicht an dich glaubst, dann glaubt keiner an dich. Wer zum Fick soll an dich glauben? Jeder ist sich selbst der Nächste. Und bitte, also Altruismus und so weiter ist schön und gut, ist wirklich super, super schön und wichtig. Ich bin auch großer Verfechter davon, aber also in diesen Angelegenheiten, da müsst ihr euch darüber ganz, ganz klar, das muss einfach ganz klar sein. Und hier dieses Kompromisslose in seinen Gedanken auszuleben, um dann diesen Handlungsantrieb zu haben, ist ein Geschenk. Und ich habe gemerkt, bei so vielen Leuten, die kriegen es einfach nicht hin oder die verstehen das nicht. Die verurteilen dann diesen Gedanken, ich habe es auch gemacht, als ich jünger war. Und habe dann so gefragt, ist das falsch, was ich jetzt denke? Aber nein, genau deswegen bin ich hier, wo ich bin. Und genau so gehe ich mit allem anderen auch um. Also ob das jetzt ist, wenn ich 50 Seiten Buch lese, selbst dann gebe ich mir dann kurz, wenn ich kurz einen Durchhänger habe, gebe ich mir 5 Minuten irgendwelche Epic Music mit Core Sounds und was weiß ich was. Kann ich hier euch ein Motivationsvideo von mir einblenden, dann habt ihr ungefähr die Mucke. Scheiß mal, also minus mein cringiges Gelaber nebenher. Das muss man wirklich nutzen. Und das ist das Erste, sind diese Emotionen. Diese Emotionen, dieses Warum tust du das? Warum suchst du diese Handlung aus und warum zum Fix sollst du motiviert sein? Es gibt unendlich Dinge, die du tun könntest auf diesem Planeten. Warum bist du nicht motiviert, alle die zu machen? Und eine Sache auszuwählen, heißt auch, alles andere abzuwählen und sich davon zu verpissen. Und es ist
ganz, ganz wichtig, das mit Emotionen zu hinterlegen. Und ich selbst jetzt erkläre ich das zu trocken. Und es war dann in meinem Kopf immer dieses, okay, fuck, ich habe heute meinen linken Fuß trainiert. Ich hätte FIFA 4 Sterne Linksfuß gehabt und hatte 2 davor in 4 Monaten. In manchen Gelegenheiten 5 vielleicht sogar. Und ich konnte mit links teilweise so schießen, wie ich mit rechts gar nicht schießen konnte. Also ich hatte mit links ich habe teilweise Freistöße mit links dann auch geschossen, weil ich irgendwie anders mir Schießen dabei gebracht habe. Aber ich will nur sagen, ihr müsst euch auch willentlich Situationen aussetzen, die ihr davor, wo ihr Hilflosigkeit spürt, Hoffnungslosigkeit, wo ihr nicht wisst, ob ihr das schafft, einfach gigantische Herausforderungen. Und hier einfach nur die Handlungsbarrieren ganz klar vor euch definieren. Was ist jetzt die Handlungsbarriere? Ist es kalt? Zieh dich gut an. Und geh einfach. Und zerdenkt das nicht alles, weil das kostet euch nur unnötige Energie, die letzten Endes eure Handlung unterdrückt. Das ist die größte Form von Selbstsabotage überhaupt. Weil sonst denkst du das in 1000 verschiedene Richtungen. Und da müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr Freunde habt und so, die da so ein bisschen neigen zu diesem ganzen übertriebenen Pessimismus. Ne? Kann ja auch manchmal super realistisch und ordentlich sein. So, ich will jetzt nicht sagen, dass man darauf nicht hören soll. Und das hier soll jetzt nicht so eine Orgie sein von positivem Denken und du kannst alles erreichen, wenn du nur daran glaubst und so. Hier gibt es schon eine Systematik dahinter. Ne? Und lasst euch auch nicht ficken von Leuten in eurem Umfeld, die euch dann versuchen, das Ganze irgendwie kompliziert zu reden. Ist eigentlich sehr viel leichter, als man denkt. Kostet halt einfach nur zentral an den Stellen Überwindung, wo es Überwindung kostet. Wenn du aber deinen Akku kaputt machst davor, indem du irgendwelche dummen Vorüberlegungen machst und über Sachen Gedanken machst, über die es eigentlich keinen wirklichen Sinn macht, sich Gedanken zu machen, und das deine Handlung dann torpediert, dann Abstand davon. Wirklich auch muss man vorsichtig sein, weil man weiß als junger Mensch auch häufig nicht, man ist noch nicht so ganz immunisiert gegen dumme Gedanken. Man nimmt das halt alles so auf, ne? Weil man halt überall sozial sich auch noch nicht so gefunden hat und sein Charakter auch noch nicht so entwickelt ist. Das ist ja auch ganz normal, ne? Das ist ja auch schön, weil dann ist man flüssig und man ist auch formbar und so. Ich sage aber auch nur, man muss vorsichtig sein, weil man ist auch in eine negative Art und Weise formbar. Also nehmen wir allein schon Drogen. Du hast jemanden, du denkst, der ist cool, und dann denkst du, ah, okay, der ist cool, weil der nimmt Drogen. Und also jetzt überspitzt formuliert, damit ich jetzt nicht 5 Minuten nochmal den Punkt aufmache. Und schwupps, bam, soziale Zugehörigkeit, du hast ein Verbundenheitsgefühl, und über dieses Verbundenheitsgefühl kommst du eigentlich in eine Drogensucht rein. Ta, scheiße. Genauso geht das auch mit Denkarten und so weiter und so fort. Wir sind da einfach, ne, Imitation ist einer der erfolgreichsten biologischen Entwicklungsmechanismen, den wir halt kennen oder verhalten. Und der ist aber in beide Richtungen. Das erste ist Emotion. Das zweite ist, ich habe häufig jetzt über diese Handlungsbarrieren gesprochen. Eine Handlungsbarriere ist im Grunde genommen, du willst Sport machen, aber du hast zum Beispiel diese Ängstlichkeit. Was heben wir über Emotionen an? Wir heben unser psychophysisches Erregungsniveau an. Das ist eins der größten Probleme und zentralste Probleme von Motivation, ist, wenn Leute quasi über ihren Körper beschreiben, ist, dass sie sagen, ah, okay, ich spüre das auch körperlich. Ich bin nicht scharf in meinem Kopf. Als hätte ich irgendwie so einen Nebel in meinem Kopf, und ich bin einfach nicht so ganz wach, ich bin auch nicht so ganz bei der Sache und nicht so ganz stark. Okay, gut, hier ganz einfache Lösung dafür: wenn du keinen Sport beispielsweise machst, nicht meditierst und grundsätzlich dich halt nicht auslastest und einfach ein zu entspanntes Leben führst, es ist wie ein umgekehrtes Training. Du zerstörst deinen Kopf selber. Wenn du dir zum Beispiel die ganze Zeit die Birne vollkippst mit Alkohol, Drogen und dummen Verhaltensweisen und dich auf der anderen Seite nicht belastest, was passiert? Du wirst nicht stärker, also da ist kein Druck da. Wie willst du denn scharf im Kopf sein, wenn das nicht da ist? Du trainierst, du baust Muskeln auf, du trainierst nicht, du verlierst Muskeln. Und genauso ist das auch mit diesen geistigen Fähigkeiten, wie zum Beispiel Schärfe und diesem psychophysischen Erregungsniveau. So, was lernst du, wenn du dich motivieren kannst? Dann lernst du, diese Schärfe auch herbeizuführen. Sie ist zwar nur kurzzeitig da, aber du musst lernen, dann eben schnell davon zu kapitalisieren, indem du nicht 1000 unendliche Sachen siehst, sondern zack, ich bin motiviert, jetzt wird gehandelt, unmittelbar sofort. Und nicht dieses Verschieben auf morgen, weil was ist das Problem? Motivation ist ein Zustand mit einer ziemlich geringen Halbwertszeit. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und je schneller man, das ist auch genau das Ding, wenn du jetzt gerade motiviert bist und sagst, ey, fuck, mehr muss ich gar nicht hören, Pause, mach das Video aus, geh trainieren, mach das, was du gerade machen wolltest. Mach's einfach sofort. Und wenn du lernst, sofort unter allen Umständen, die da sind, dein gewünschtes Zielverhalten oder dein Ziel zu verfolgen, was passiert? Es wird immer einfacher. Es ist doch das einfachste Prinzip überhaupt. Es ist dasselbe Prinzip wie beim Training. Ich kann euch das jetzt auch gerne neurologisch erklären, was in eurem Hirn passiert und so weiter und so fort. Aber es sprengt dann wieder den Rahmen. Wenn du lernst, in einem Zimmer, wo 3 Leute zusammen leben, dann zu lernen und alle Geräusche auszuschalten, und es ist dann für dich der absolute Luxus, dann irgendwie zum Beispiel zu lernen, wenn du dann halt alleine bist und alleine ein Zimmer hast und so weiter und so fort und voll deine Ruhe hast, dann ist alles sehr, sehr viel leichter.
dieses Wünschen von Umständen, ach, wenn das so wäre und ich so wäre, ich hatte das auch, ich war mit meinem Bruder und meiner Schwester, habe ich mir ein Zimmer geteilt und das war immer der Stress, okay, wie soll ich jetzt lernen, habe ich mir beigebracht zu lernen, jetzt mittlerweile, die können hier auf meinem Kopf rumtanzen, wenn ich lese, ich höre keinem zu, damals habe ich mich beschwert darüber, heute ist es eine super, super nützliche Eigenschaft und deswegen will ich sagen, seht das einfach nur als Herausforderung, hört auf drüber rumzujammern, dass alles so schwierig und kompliziert und kacke ist und alles spielt gegen euch, ihr müsst mit diesen Umständen lernen, das durchzuziehen, was ihr euch vorgenommen habt. Und wenn ihr das dann lernt und danach diese luxuriösen Umstände habt, es ist so unfassbar einfach danach, mit richtig beschissenen Umständen Dinge zu lernen. Deswegen macht eine Herausforderung draus. Geht hin und stellt euch der Scheiße. Und dann wird es am Anfang ekelhaft sein. Und ihr werdet euch scheiße fühlen, weil die Motivation, ihr fühlt euch super toll. Und danach kollidiert die Realität mit eurer wirklich dürftigen Kompetenz in dem Bereich. Und plus noch den zugegebenermaßen ekelhaften Umweltumständen. Und ihr seht, holy fucking shit, ich bin nicht mal ein Zehntel so gut, wie ich dachte. Jetzt kommt noch mal sozialer Druck hinzu und alle Leute sehen, wie scheiße du bist. Aber ist doch scheißegal. Ich mache doch gerade Videos über ein Thema, wo ich auch super unzufrieden bin, über die Art und Weise, wie ich jetzt eigentlich darüber spreche. Aber ich mache das Video trotzdem, weil ich weiß, nur danach lerne ich. Und jedes Mal, wenn ich eins mache, werde ich ein bisschen besser. Ihr müsst einfach machen und lasst euch nicht den scheiß Kopf ficken. Wirklich nicht. Lasst euch nicht den Kopf ficken und hört auf, euch selber anzulügen und irgendwie euch irgendwelche tollen Umstände zu wünschen. Es wird nie passieren. Wirklich, es wird nie passieren. Und ihr werdet dann mittendrin merken, ich kann viel mehr, als ich dachte. Glaubt mir, das ist enorm viel wert. Weil wenn diese Fähigkeit sich dann generalisiert und ihr einmal verstanden habt, wie Motivation funktioniert und vor allem diese Transition, ja, in Volition, in Umsetzung, in Planung, selbst wenn sie nur in eurem Kopf stattfindet und nicht so unsexy wie irgendwie, ich muss mir irgendeinen Scheiß aufschreiben, dann geht's klar und dann könnt ihr das für alles nutzen. Das ist eine der größten und stärksten Fähigkeiten, die ihr kultivieren könnt in eurem Kopf. Was ich euch empfehle, dafür konkret zu tun, trainiert, da ist euer psychophysisches Erregungsniveau, geht hoch, eure Basisemotion, eure Stimmung wird besser, Ängstlichkeit hemmt eure Konzentrationsnetzwerke und ist im Grunde genommen nur ein, wenn man sie nicht braucht. Ängstlichkeit ist eine sinnvolle Emotion bei gegebenen Umständen, aber sonst kostet euch das nur Energie. Das erste ist Training, das zweite ist Meditation. Was ihr da zum Beispiel lernen könnt, ist Halbwertszeiten einzuordnen von Gedanken vor allem. Das heißt, Leute, die zum Beispiel rauchen, das war früher für mich so eine große Sache. Als ich aufgehört habe mit dem Rauchen, war das so, das große Problem beim Aufhören mit dem Rauchen ist ja im Grunde genommen, okay, es gibt keine richtige Therapie dafür, so diesen bei 28% so nach einem Jahr. Das heißt, das bringt nicht wirklich was. Plus, es ist eine sehr hartnäckige Sache. Du hast dann halt über verschiedene Zeitspannen hast du halt immer kurz diese Cravings, wo dann halt, oh mein Gott, ich will jetzt unbedingt eine rauchen. Und du identifizierst dich sofort mit dem Gedanken. Du hast dann sofort diese nostalgische Idealisierung von der Vergangenheit und jeder Moment und alles, was du damals getan hast in Zusammenhang mit der Zigarette, ist dann super toll. Und du denkst, dass die Emotion wird halt abgespeichert über den drogenassoziierten Reiz. Das heißt zum Beispiel, du denkst jetzt, okay, sozial, also die 5-Minuten-Pause mit meinen Freunden, die du da hast, die war geil wegen der Kippe und nicht, weil es halt eine 5-Minuten-Pause mit meinen Freunden war. Und das ist halt der Door-Opener für diese soziale Gelegenheit beispielsweise. Und du denkst, du verlierst das. Und dann ist das so ein bisschen wie so eine Trennung von einer Ex-Freundin. Also ich übertreibe gerade. Und dann ereignen sich quasi diese Cravings immer und immer wieder. So, was ist jetzt die Sache, die man da zentral lernen kann oder ich mir beigebracht habe, ist, okay, ich habe gelernt, so ein Craving dauert 2 Minuten. Das heißt, 2 Minuten lang ist dein Kopf automatisch voller Fokus, volle Aufmerksamkeit nur auf diesem Thema. Und nach 2 Minuten ist es weg. So, im Grunde genommen ist es einfach nur ein Abwarten, bis der Gedanke von alleine weg ist, alleine gekommen und er geht auch wieder alleine. So, Problem ist, Leute tun den Aufrechterhalten unnötig lange selber, indem sie halt dann darüber nachdenken und so. Und durchs Meditieren lernst du dich erstmal davon zu disassoziieren und dann bei ganz vielen Verhaltensweisen und vor allem vielen Gedanken, die kommen und dann diese Verhaltensweisen produzieren und dich in so eine Art Leerlauf bringen, das nochmal wesentlich bewusster zu machen und dich davon zu trennen. Eine sehr, sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Das nächste ist vor allem sich bilden. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ohne Bildung hätte ich jetzt dieses Beispiel mit der Halbwertszeit nicht. Warum? Was ist bei Bildung wichtig? Bildung liefert euch immer mehr Futter für warum. Ich will, dass ihr nach diesem Video ein scheiß Gewissen habt, wenn ihr all diese Dinge nicht tut. Warum? Weil ich heute den Samen sehe und ich weiß, ich bin kein Idiot. Die meisten von euch werden vielleicht erst in 1 oder 2 oder 3 Jahren diese Sachen umsetzen, die jetzt hier teilweise angerissen worden sind. Und ihr werdet dieses Video vielleicht aufs erste Mal schauen, weil die sagen, ja, what the fuck is he talking about? So. Das Wichtige ist, diesen Samen zu sehen und diesen Samen zu setzen und ihn wirken zu lassen. Weil ihr werdet jetzt jedes Mal bei all diesen Sachen, zum Beispiel beim Rauchen, hast du ein scheiß Gewissen, weil du weißt, eigentlich ist die Halbwertszeit so und so lang und du weißt, wie kacke das ist. Und also ich rede von allen meinen Videos. Das ist das bildende Element. Weil du willst ja nicht nur einen Traum haben, den du verfolgst, sondern du willst auch wirklich einfach nur wissen, was sind die katastrophalsten Konsequenzen, die dich dein Verhalten kosten. Und es ist ganz, ganz wichtig, denen auch ganz klein ins Auge zu gucken. Weil sonst ist es genauso, wie ich es anfangs gesagt habe.
Du hast die Konditionen nicht definiert und du weißt es nicht. Gewinnst du oder gewinnst du nicht? Und wenn du sie nicht definierst, dann verlierst du immer. Es kostet uns immer viel, viel, viel mehr Energie, solche Dinge umzusetzen und hinzubekommen, als einfach nur zu versagen. Das ist halt leider so. Seid auch nicht so selektiv mit euren Emotionen, die ihr habt. Wenn ihr sagt, es gibt keinen emotionalen Zustand, der jetzt irgendwie perfekt ist für Motivation. Ich zum Beispiel, ich kann mit Hass sehr, sehr gut arbeiten. Hass ist fast meine Lieblingsmotivation. Sage ich euch ganz offen. Nichts treibt dich so krass nach vorne wie Hass. Und deswegen, die guten Motivationsvideos und die ganzen Sachen, die wirklich gut motivieren, in meinen Augen, für mich persönlich, sind die Sachen, die in alles oder nichts kämpferisches Szenario beinhalten. Dragon Ball beispielsweise oder fast jeder Anime, dieser Moment der Transzendenz, dieser Moment, wo man über sich selber hinauswächst. Niemand, kein Buch in meinem Leben hat das so gut beschrieben, wie diese scheiß Animes gezeigt haben. Und deswegen auch hier, baut euch keinen Käfig. Das muss jetzt, ne, auch Bildung und all diese Sachen, das muss nicht zwangsläufig für ein Buch stehen. Ihr müsst es aber machen. So, Freunde, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Tut das. Und wenn ihr noch mehr technische Sachen haben wollt, wo ich nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern und so aufgeladen hier bin, sondern das mal nüchtern durchdekliniere und ein bisschen sachlicher mit euch bespreche, könnte ich eigentlich direkt dann hinterher machen. Dauert dann ein bisschen länger. Lasst es mich wissen. Gebt dann gerne einen Daumen hoch. Schreibt gerne in die Kommentare. Ich sage das meistens auch nicht, aber ich lese die wirklich auch alle durch. Deswegen auch interessant, wenn ihr Fragen stellt und auch selber vielleicht erklärt, wie es bei euch funktioniert, weil da habe ich selten mit Leuten drüber gesprochen. Das interessiert mich tatsächlich sehr. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, es konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ciao, ciao.